herzlich willkommen zum Kanal der Clangemeinde.de F1-Liga. Verspreche ich mich hier schon. Und ja, heute die Streckenvorstellung in Sao Paulo. Ich nehme als zweitschnellste Schnellzeit ab und los auf die Strecke. Ja, hier sind wir auf der Stadtzielgerade. Und jetzt geht's los. Jetzt in die ersten Kurven. Das ist ein S, das Senna S. Jetzt eine schnelle Links. Diese wird auch Kurva, so Soll genannt. Jetzt die lange Gerade, Reta O Costa heißt die. Jetzt eine mittelschnelle Links. Und jetzt eine Links mit Vollgas. Eine kurze Gerade. Schnelle rechts, ein bisschen bremsen, nochmal eine schnelle rechts. Jetzt bremsen, jetzt eine etwas engere Kurve, das ist die Kurve 7. Jetzt durch die nächste engere Kurve, das ist die Pico de Pato Kurve. Und jetzt wieder voll raus beschleunigen, an einer der Stelle links. Jetzt anbremsen auf die letzte langsamere Kurve, das ist die guten K.O.-Kurve, jetzt Vollgas durch die Linkskurve, die Sophia de Boxes und jetzt noch einmal eine ganz schnelle Links, das ist die Kurve 15 und ja, das war eine Runde zu Sao Paulo. Ja, jetzt mein meinen Wagen nochmal kaputt, leider ist der Schadenszeitfahren immer automatisch aus, naja, egal. Kommen wir jetzt zu den Cooper Facts und ja. Fangen wir mit dem Crashpotenzial in der ersten Kurve an. Das ist dieses Mal, ich würde sagen, gibt es ein sehr großes Risiko. Ich sage mal 8 von 10, weil die S-Kurve, die Senna-S-Kurve, die ist ziemlich eng. Und die Kurve, die Strecke ist auch insgesamt ziemlich eng, aber dazu komme ich ja nochmal zu den Überholmöglichkeiten. Also beim Start Gefahr 8 von 10 Punkten. Kommen wir zum Spaßfaktor auf der Strecke. Ich finde, der Spaßfaktor ist 7 von 10, weil sie macht eigentlich ziemlich viel Spaß, ist aber eigentlich im Mittelteil ziemlich eintönig, weil es immer dieses rechts und diese schnellen Kurven und dann immer diese hanadeln Kurven, die habt ihr ja gerade auch schon gesehen, eigentlich zweimal genau das gleiche. Dann kommen wir zu der Schwierigkeit auf der Strecke. Wie gesagt, durch die enge Strecke ist die eher ziemlich schwierig, aber durch die vielen Auslaufzonen ist sie eigentlich nicht so gefährlich, wie manche denken. Ja, weil es auch nicht so viele Kiesbetten gibt. Außer jetzt vielleicht nach der ersten Kurve, wenn man da drin steckt, verliert man richtig viel Zeit. So, kommen wir jetzt zu den Überholmöglichkeiten. Wie gesagt, die Strecke ist sehr, sehr schmal. Daher gibt es nicht so viele. Muss man sehr aggressiv fahren. Das Überholen ist ja dadurch ja sehr gefährlich. Und am breitesten sollte die Strecke eigentlich erste Kurve sein. Ja, das ist eigentlich die beste Überholmöglichkeit. Und nach der zweiten langen Geraden, nach dem Senna S, da könnte man auch gut überholen. Ja, viel mehr gibt es auch nicht. Außer man versucht mit der Brechstange, was ich aber keinem empfehle. Ja. Dann waren das die Cooper Facts. Das letzte Mal eigentlich von mir dieses Jahr. Jetzt komme ich noch zum letzten Thema. Ja, wer noch nie auf unserer Homepage war, der weiß es nicht, aber die anderen wissen alle, das ist das vorletzte Rennen und daher wird es auch das letzte Mal sein, dass ich die Strecke vorstelle, weil nämlich ja nächste Woche das letzte Rennen Sky is Kult präsentieren wird. Aber es wird natürlich weitergehen. Nämlich, keiner weiß eigentlich aus der Liga, außer die Admins, was los ist, wenn die Gruppe A, also die in der Gruppe, wo Sky und ich drin sind, was dann passiert. Ob die Gruppe B, wir haben auch schon eine Gruppe B, da sind auch mal ein paar Videos hier auf YouTube vom Crash am Start. Ob die unterbricht, wenn wir fertig sind, weil dann könnte nämlich passieren, dass wir alle zusammen nochmal neu anfangen.
Das würde dann heißen, dass es eigentlich mit den Streckenvorstellungen so weitergehen wird, wenn Sky Lust hat, weiterzumachen. Ich frage dich jetzt einfach mal hier im Video, aber ich glaube schon. Dann wird es einfach bis ich angefangen habe, richtig. Monaco war schlecht, die Streckenvorstellung. Ich sag mal, bis. Ich glaube, in Istanbul habe ich so richtig erst angefangen. Bis Istanbul wird es dann also noch Streckenvorstellungen geben in der zweiten Saison dann. Ja, dann sollten wir einmal alle Strecken durchhaben. Ja, aber natürlich müsst ihr so lange nicht mehr auf unseren Kanal, müsst ihr natürlich nicht so lange nicht auf unseren Kanal kommen, weil es natürlich trotzdem noch Videos geben wird. Ja, wenn ihr euch nicht nur immer die Videos anguckt, sondern hier auf und also nicht nur die Videos anguckt und danach nicht auf unseren Kanal geht, dann seid ihr selbst schuld, weil auf unserem Kanal gibt es sehr viele Videos im Moment. Einer aus unserer Liga, der macht immer, ich nenne ihn einfach mal, Sigi heißt der, der macht eigentlich immer nach dem Rennen eine Zusammenfassung, die Highlights, das finde ich sehr schön, auch immer und mit den Zwischenergebnissen und so, das ist sehr gut, das müsst ihr euch angucken, das ist auch sehr interessant und auch immer die Starts, da gibt es meistens aus vielen verschiedenen Perspektiven, jetzt letzte Rennen in Suzuka, da gab es das nicht, aber ja, meistens schon, wenn die meisten Kamerafahrer, sag ich einfach mal, die aufnehmen dabei sind, dann wird das auch öfters geben. Ja, dann soll es das von mir für diese Saison gewesen sein. Jetzt gibt es noch eine Runde Sao Paulo Regen mit Trockenreifen. Diesmal wieder Multiplayer-Modus, weil ein Tischspieler ist es langweilig. Und dieses Mal wird es wahrscheinlich auch wieder von Renee, weil man kann die CD... Man kann Lieder davon abspielen von Ace Summer as Fuck. Und ja, ich suche mal schöne zwei Lieder raus, weil. Oder vielleicht sogar nur eins. Kommt drauf an, wie lange die eine Runde sein wird und wie lange ich da ein Lied rausfinde. Also wie lange das sein wird. Ja. So. Dann soll es das jetzt wirklich gewesen sein. Ihr könnt, wenn ihr müsst, wenn ihr mich weiterhören wollt, dann könnt ihr natürlich auf meinen Kanal Race Gaming TV kommen. Da gibt es wöchentlich Videos von mir. Wie zum Beispiel Minecraft. Spiele, die gerade rausgekommen sind und vieles mehr. Dann sag ich bis dann, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und tschüss, euer Cooper.